So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chain Fever C6. Folge Nummer 28 sind wir mittlerweile. In der letzten Folge haben wir ja hier so angefangen, die Strecke weiter auszubauen. Ich mache das jetzt gerade alles in einem Rutsch, weil ich sonst eh wieder verpeile, was ich machen wollte. Deswegen baue ich jetzt hier alles hintereinander eins durch. Und wir waren dabei hier. Irgendwie entweder eine Brücke. Eigentlich wollte ich hier eine Brücke bauen. Das wird wohl aber nicht so, wie ich denke oder es ausschaut. Denn wir sind hier anscheinend viel zu hoch. Dafür, dass wir dann da unten irgendwie rauskommen. Natürlich passt das jetzt hier perfekt. Nur hier hinten kommen wir irgendwie nicht so dran, weil Steigung zu groß. Ihr denkt euch jetzt, ach du Scheiße. Ja, ich denke mir das auch. Aber die Steigung ist eigentlich noch akzeptabel, muss man ja erzählen, ne? Also, wer jetzt hier denkt, so, alter Finne, das geht gar nicht. Normalerweise sollte es gehen. Ja, wenn ich mir jetzt aber jetzt die Steigung hier angucke, dann gebe ich mir auch so... Ah, steileres schaffst du aber normal auch, ne? Liebes Spiel. Also, werden wir wahrscheinlich hier sogar nochmal die Weiche rausreißen. Oder werden jetzt hier irgendwie versuchen, ein bisschen zickzack zu gehen. Um halt hier unten auf den gewünschten Punkt zu kommen. Aber wir sehen, hier ist Steigung zu groß. Okay, das wäre, glaube ich, übertrieben, wenn wir das da durchziehen würden. Deswegen ziehen wir jetzt wahrscheinlich einfach die Strecke von da bis da vorne durch. Nähern uns dann langsam dieser Kurve, die da unten ist. Gehen dann hier irgendwie den zweiten auf der zweiten Spur irgendwie raus. Obwohl, warte mal, hier können wir ja eigentlich noch mal vor diesen Abzweig machen, ne? So, geht das schon auf dem, dass wir hier die Brücke ziehen? Geht nicht. WTF, wieso sind hier so viele Abschnitte in 1? Naja. Ignorieren wir das mal. Wieso geht denn das nicht? Gerade zufällig wieder auf so einem heißen Stück, wo das allgemein nicht ginge. So. Dann haben wir halt eins der größten Brückenbauelemente ever hier in unserer Geschichte gebaut. Ey, ist das unnütz, ey. Unnütz, Junge, war. Ich sag Mahlzeit, wenn du schlafen gehst. So, nein. Ich weiß nicht, was das sollte. Ich hatte nur gerade so Lust, irgendwie irgendwas zu sagen. So. Ersatzrot. Ersatzrot, Ersatzrot. Dann kann... Dann bleibt das da unten einfach stehen. Dann ändern wir hier das auch noch, dass hier jeweils ein Signal hinkommt, damit wir halt so ein bisschen Abstände hier reinkriegen. Ich sollte das Spiel auch weiterlaufen lassen, fällt mir gerade auf. Dann Ausfahrtssignal Seite 1, Seite 2, dann der nächste Bahnhof, falsch rum, dann müssen wir das ja so, dann geht das weg. Und dann nähern wir uns schon, wir brauchen Zwischensignale. So. Dann kommt meinetwegen da eins hin und da eins hin. Bringt natürlich jetzt hier da nicht so viel. Aber das nehmen wir dann auch mal in Kauf. Dann machen wir das weg. Dann haben wir hier ja jetzt unsere verdoppelte Brückenkunst.
Sieht auch ein bisschen krass aus, muss ich sagen. Also, langes Stück der Kunst. Wieso habe ich das Spiel eigentlich schon wieder angehalten gehabt? Ich habe keine Ahnung. So. Hier oben hatten wir dann ja aber auch die Strecke. Das heißt, wir fahren ja hier in den Tunnel, drehen dann da unten durch, fahren dann da lang, fahren dann da hoch sogar. Machen wir da wahrscheinlich so unseren Zentralbahnhof, obwohl der eigentlich da drüben eher reingepasst hätte. Aber wieso auch nicht, ne? Und wenn man sich das mal... Hallo? So ein Stück reinzoomen kann ich aber nicht rauszoomen, ne? So, wenn wir uns das dann mal hier so angucken, hier fährt der Zug ja raus. Und da sehen wir eigentlich nichts und kommen dann direkt in den ersten Bahnhof. Eventuell ein bisschen übertrieben, aber wir nehmen es so hin. Und hier hinten wird es jetzt lustig, da sollte ich dann doch die Höhenlinien wieder anmachen. Und hier geht das ja sogar von einer Höhe in dem Bereich hier. Müssen wir nur schauen, dass wir irgendwie... Vielleicht fahren wir noch nach da unten dann weiter. Machen dann so die Kurve. Oder machen dann hier so den Pendelverkehr. Das wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Das heißt, wir bräuchten hier eigentlich nur einen Bahnhof. Bauen wir den hier aber gleich vielgleisig. Und mal mit 320 Metern, dann können hier auch nämlich auch noch andere Züge hin als unsere, Anführungszeichen, Pendelzüge. Mal schauen, was da noch so kommen wird. Na? Nee, nicht abreißen. Ich wollte eigentlich upgraden. Weil die Schienen hier fehlten. So. Na, was sagt die automatische Bauhilfe hier? Terrain Collision. Aber es wäre relativ flach. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das wirklich so aussieht. Das ist krass. So, wir wollen aber darüber. Und dann möchten wir am besten ja auch hier, ne? Geradeaus wäre eigentlich sogar super. Da ist nur die Kreuzung im Weg. Und allgemein dieses Teilstück. Das tauschen wir dann einfach gleich mal aus. Weil sieht ja eh gut aus, wenn wir hier ein großes haben. Mit einer doppelten Kurve, die gleichmäßig gezogen ist. Anstatt einfach irgendeine x-beliebige, die hier nicht reinpasst. So wie jetzt gerade die. So ein Dreck, ey. So, das passt. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, irgendwie wirkt das total verpixelt, was wir da eben hatten. Jetzt, der will mich trollen. Der will mich trollen. Ihm war das doch ordentlich. Nicht genügend Platz. So. Zeig dem gleich mal nicht genügend Platz. So, ne? So, hier, da. Und dann... Ja, dann haben wir das nämlich auch durch. Ah, fast. Also hier könnte ruhig mal ein bisschen schneller gefahren werden in dem Bereich. Was halt auch nicht von Langzeit, wo wir hier rasen können. Weil der Bahnhof kommt ja direkt hier nach. Also direkt nach der Kurve. Das ist wirklich nicht weit. Und apropos Züge. Falls einer mal von euch persönlich den Entwickler des IC1 kennt und wisst zufällig, was mit dem ICE passiert ist, könnt ihr das mir mal bitte in die Kommentare schreiben, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, was mit dem IC1 ist, weil der war mal angekündigt.
Ist jetzt anscheinend aber doch nicht gekommen, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Und ich bin so ein ICE-Geiler, kann man sagen, glaube ich. Ich finde den einfach total geil und frage mich echt, was mit dem Zug passiert ist. Weil irgendwie kommt da nichts und man denkt sich so, er hat doch gesagt, das kommt, aber es kommt nichts. Muss ich mir jetzt Gedanken machen? Deswegen wäre es cool, wenn der einer mal was zu schreiben könnte. Oder falls der Entwickler sogar selber zugucken sollte, ich warte auf den Zug. Sag jetzt bitte nicht, es gibt irgendwelche Lizenzprobleme, weil der ICE war nämlich schon für einige freigegeben, dass sie sich den runterladen können. Und normalerweise sollte, oder sind die 30 Jahre ja schon vorbei, wegen dem Designschutzrecht-Gedöns. Also bitte da mal antworten. Ich hab zu danken, ne? So. Jetzt setzen wir da, haben wir da weniger die Signale gesetzt. Dann können wir jetzt hier wenigstens schon mal einen Zug mehr fahren lassen. Wir haben schon 118 Millionen knapp. Ist natürlich schön. Jetzt haben wir hier wieder unsere... Ich guck mal schnell, wie laufen die Strecken. Minus, 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 noch mehr Minus. Aber auch null Güter. Dann machen wir das so. Weg damit. So, neue. Zack. Nein, ich habe doch hier neue gedrückt. Ne, ich habe nur sichtbare gedrückt. Ich möchte von da nach. Ne, wir müssen ja andersrum anfangen, damit wir, wenn wir die Strecke erweitern, das einfacher machen können. So. Das heißt. So. Über das. Nach da oben. Nach da. Nach hier. Und zurück. Das ist dann Z04. Ne, Z05 dürfte es sein. Genau, Z05. Alter, der Doppeldecker macht weniger Verlust als der vorherige. Also jetzt auf Z04 die Linie, mit die meine ich, ne? Also, damit sich alle da einer Sache bewusst sind. Aber es waren genauso viele wie eigentlich vorher. Aber gut, dann lassen wir das. So. Alter, finde ich, hier viel los und hier ist nur ein einziger Bahnhof. Hier ziehen wir dann einfach mal kurz das Gleis raus. Dann mache ich hier nämlich kurz mal das Depot rein. Dann dient das jetzt hier erstmal so als Fake-Abstellgleis. Also nicht wundern, wieso. Einfach nur, weil ich es kann. Eieiei, was sehe ich hier denn? Das mal so wieder. So stelle ich mir in Hannover. Also, so stelle ich mir das nicht nur vor, sondern so ist das in Hannover. Du fährst ein bisschen, jetzt dann sofort eigentlich wieder an. Ich will das doch hier ein bisschen besser machen, aber das geht halt nicht wirklich. Aber wieso kommen die denn alle da hinten rum? Ich habe keine Ahnung. Was man noch als Alternative machen kann. Das. Da stehen dann nicht alle im Weg, sondern nur ein paar. Und diese paar sind halt auch nicht so extrem wichtig. Das war jetzt zu sagen, hallo, wir brauchen dich ganz, ganz dringend. Und du musst mal sofort hierher kommen. Wisst ihr? Also nicht so das Extreme. So, dann ziehen wir halt hier noch so ein kürzeres oder zwei kürzere ein. So. Und dann haben wir jetzt hier fünf Gleise.
die wir irgendwie nutzen können, wie zum Beispiel für irgendwelche Züge zum Abstellen oder sonstige Methoden. Natürlich können wir dann halt von hier auch Züge rausfahren lassen. Da oben fährt unser Güterzug lang. Das sieht ganz schön aus. 42 Güter, also es wird langsam mehr. Und so mit den Güterwagenanzahl von 5 sind ja irgendwie 8 oder sowas, weil sind ja irgendwie nur 3 Viertel oder so lang. Sieht das auch gar nicht so schlimm aus, ne? So, ich wollte jetzt aber den Zug kaufen, bevor wieder die Folge zu Ende ist. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt im Moment ankommt mit den ungefähr 20-Minuten-Folgen immer. Deswegen nochmal Vorsicht. Ich versuche, also gerade jedenfalls noch die 20 Minuten immer so hinzukriegen und dann auf eure Rückmeldung mal zu hören, ob das besser ist als irgendwie eine halbe Stunde oder sowas. Weil die meisten schalten ja eh schon nach 10 Minuten ab. Und das ist dann ja auch nicht so der Sinn dahinter. So. Und jetzt könnten wir eigentlich und so. Was setzen wir denn hier mal drauf? Das ist gerade mal wieder eine wunderschöne Frage, für die es sich lohnt einzuschalten. Setzen wir hier wieder einen eigenen drauf? Ist halt die Frage, weil normal kosten ja die Wagen voll. Wie viel? 60.000 kosten die? Kosten ja die Doppeldecker genauso viel. Boah. Das ist mal übertrieben. Eigentlich hätten die ja angepasst werden müssen. Ach, die kosten auch 50.000. Alter Feder. Das ist natürlich... 16 Leute passen. Alter. Ja, da sind ja die Doppelwagen eigentlich total unfair vom Verhältnis. Also was Ladenkosten angeht. Das ist dicke. So. Wir können eigentlich mal ausprobieren, ob die hier eigentlich gut ankommt. Ich weiß auch nicht, wie das an Doppeltraktion aussieht. Muss ich ja ganz klar mal sagen. Dann nehmen wir erstmal 4 Stück. So. Will ich doch mal gucken. Ja, sehen ganz okay aus. Sind natürlich jetzt S-Bahn. Das sollte man jetzt nicht unterschätzen. Deswegen, ne? Oder nie. Das sind, glaube ich, sogar die Hochbahnen aus Hamburg. Nicht die S-Bahn, sondern die Hochbahn. Also, glaube ich jedenfalls. Also die Hamburger oder Umgebung oder Spezialisten, die sich da auskennen, können ja gerne mal sagen, ob das Hochbahn oder S-Bahn war, die hier gerade fährt, obwohl vorne S-Bahn drauf steht, meine ich. Ja, S-Bahn. So, da kommt ja die Berliner gerade angetuckert. Langsam kommt hier auch mal so ein bisschen Bewegung ins Spiel. So, jetzt können wir noch mal ein bisschen schneller machen. So. Die fährt nur 100. Hallihallo, ich will schneller. Ein 3-Minuten-Takt, okay. Das ist dann natürlich schon was anderes, aber wir können ja hier nochmal dann andere Fahrzeuge auswählen, die ja hier den Verlauf ändern können. Zum Beispiel N-Wagen oder sowas sind natürlich verdammt teuer. Aber wir geben ja jetzt gerade auch irgendwie 1000 aus für 100 Plätze. 1 Million für 100 Plätze. Was? 280.000 für 33 Plätze? Bin ich bescheuert? Alter Verwalter. Da ging, glaube ich, beim... erstelle irgendwas schief. Ich muss mir mal nebenbei die Nase putzen. Weil irgendwie will gerade so das nicht ganz, aber naja. Daran könnt ihr auch nichts ändern und ich auch nicht.
Ich wollte eigentlich nach Wagen gucken, die gut auf diese Strecke passen könnten, aber es soll halt nichts Normales sein, sagen wir so. Also wir haben ja eigentlich schon mal so fast jeden Zug einmal auf der Strecke. Natürlich können wir jetzt sagen, hallihallo, wir nehmen euch jetzt jeweils hier so als Doppeltraktion oder so. Dann haben wir hier immer dieselben rumkutschieren. Oder wie nehmen wir die? Haben dann 144 Leute, zahlen aber nur 600.000 oder sowas. Das wäre eigentlich hier eine perfekte Kombi für die Strecke, aber nicht so ganz den Treffer. Und TGV ist zu teuer. Also aktuell noch viel zu teuer. Da muss man echt sagen, da ist irgendwas schief gelaufen. Was wir natürlich machen könnten, wären erstmal hier zu sagen, hallihallo. Ihr werdet dann ausgetauscht gegen Rote und jetzt haben wir 1,2 Millionen. Halt Miete. Nutzungsgebühr heißen sie. Nee, Betriebskosten heißt es, ja. Und dann wollen wir doch einfach mal schauen, wie das aussieht. Ich würde sagen, das war's dann aber wieder für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Um 12 Uhr am morgigen Tage. Bis dann eine wunderschöne Zeit. Und tschüss.